Ich vergesse das Essen. Mahlzeit. Hier ist ein Säbelzahntiger draußen am Haus. Ich versuche gerade durch die Wand zu kommen. Da, 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 da. Ja, versuch mal durch die Wand sich zu kramen. Na, bin ich tot? Wo sind die Piranhas abgeblieben? Haben wir die alle umgelegt? Da sind noch genügend. Ja, ich sehe schon. Oh Gott, die Fackel ist ja fast kaputt. Pistole. Da vorne auch. Hat Jobi schon eine Flap-Flap? Was ist denn eine Flap-Flap? Das würde ich jetzt auch gerne wissen, was eine Flap-Flap sein soll. Und ein. Ey, du dreckiger Tiger, hau ab! Fantastisch. Ich kenn Flap-Flap nur als was anderes, aber das werde ich hier bestimmt nicht machen und ich hab's auch nicht nötig. Das erklären wir doch mal. Das ist die Witze. Ja, da sind immer noch Piranhas, ich würde die gerne noch irgendwie hochlocken. Ich komme hier im Moment eh nicht raus. Ich habe nicht viel zum Schützen und draußen ist ein Säbelzahntiger. Da. Ich muss jetzt mal die Leichen da wegmachen. Ach komm, dann nehmen wir die. Ach nee, nicht wieder reinräumen. Handgranate oder sowas? Nee, Granaten haben wir glaube ich diesmal keine Schlimm, dabei. Schlimm, was ihr mir sagt, dass hinter mir eine Spinne ist. War da eine Spinne? Ja, ich hab's doch erschossen, was ist denn los? Ach, was trifft mich noch? Da ist noch eine. Irgendwas. Oh nein! Alter, fick die Henne! Mist! Ach du Schande, auch ins Wasser ist schlecht. Wasser ist schlecht. Ihr müsst mir nicht alles nachmachen. Nachladen. Ja, die Quappe ist platt. Oh, Mist. Wo sind sie denn jetzt? Also ich bin tot und ich gehe jetzt mal kurz frische Luft schnappen. Vielleicht falle ich aus und nehme eine Zigarette. Immer noch vergiftet, also so extrem. Du bist nur gestorben, damit ich wenigstens deine Sachen aufheben kann. Im Wasser war das, kannst ja gerne reingehen. So. Wie geht es denn jetzt? Oh, warum springst du da auch rein? Bleib doch hier oben. Ich bin betäubt. So, Gandu, es kann sein, dass ich gleich umfalle. Ja, und nein, ich bin weg. So, unsere Vögel prügeln sich gerade mit dem Tiger, der mich gerade angegriffen hat. Gandu, ich bin umgefallen. Ich bin auch weg. Wo liegst du denn? Neben dir. Okay. Kann sein, dass ich noch weiße Bären in meiner Tasche habe. Ich liege gerade und kann mich nicht bewegen. Also ich bin. Nee, können nur Tribe Member für mich reingucken. Sollte die weißen Bären geben dann? Ja, nein, du hast keine. Ah, hab ich keine. Schade, ich dachte, ich hätte noch welche. So. Ach, Fledermaus. Ja, weiß ich gar nicht, ob er mittlerweile eine Fledermaus hat. Ah, ich stehe aber gleich auf, Gandu. Ist okay. Ich hab dir fast die Drogen reingehauen. Na gut, die. Meine Güte, das war ja wieder mein lieber Mann. Ja, schön, ne? Ich gehe mal ganz kurz hier ein paar Kräuter. Ich kann die Piranhas da rauszuziehen, aber. Du solltest da nicht. Oh, nicht im Wasser. Schon wieder rein. Du solltest da ganz schnell raus. Ja. Ach. Ah, hier ist so eine kleine Ecke, wo du durchwachst einfach durch den Stein. Interessant. Ja, wahrscheinlich sind wir da. Wir da gerade. Ja, er ist auf einmal durch den Stein durchgebackt. Das ist aber eine fiese Falle, wenn du das mal überlegst. Ja. Das ist ja echt fies. So. Siehst du schon wieder? Ja, warum läufst du dann da auch lang? Ja, weil ich gucken wollte. Ja, und weiß ganz genau, dass du da durchbackst. Ja, ich geh jetzt nicht mehr hin, so. Okay. Die Piranha ist jetzt alle weg. Zumindest kommt jetzt nichts mehr auf mich losgerannt. Kommt sie an den Antana dran jetzt? Ich weiß ja nicht, wo sie liegt, aber wahrscheinlich ist die Tasche eh schon weg. Nö, 15 Minuten. Doch da!
Ah, und einer ist noch da. Ah, hör auf, hier dauer zu rennen. Wo ist denn der? Einer ist noch da. Der ist noch, ja, ist noch ein Piranha, ne? Ja. Problem ist, ich kann den ja nicht. Wo ist denn der? Ich kann den gar nicht sehen. So, ich bring mal weiße Bären mit. Ja. Da ist er. Kommt dann erwischt? Yep. Ja. Oh, warum kann ich nicht mein Inventar öffnen? Weil du schwimmst wahrscheinlich. Nein. Ich hab gleich einen richtig bösen Backroll. Achso, nein, ich hab die falsche Taste gedrückt. So, wie geht's mit Jonathan da runter jetzt? Ja, ich muss nur gerade das ganze Fleisch erstmal aus mir rausschmeißen. Sonst kann ich gar nichts mehr aufheben. Dann gib mir deine Munition alles selber erstmal, sicherheitshalber. So, Tana kommt runter. Der. Noch, was ist hier los? Ist ja wie bei der. Bei der Post. Da links rum? Ich glaube, das Westpakete, ist links. Westpakete! Sekunde, lass mich erstmal meine Sachen holen. Ey! Oh, diese Backroll. Unter Wasser ist unfair. Ja, das ist voll ätzend, ne? Ich war auch gerade schon... Also, Sachen habe ich? Ja, ich bin auch gleich da. Ich kann mir die jetzt im Prinzip selber holen. Also die SWAT-Sachen habe ich jetzt gerade mal geholt. Ich muss mich jetzt hoch und meine Tasche ist voll. Ja, wo sind meine Sachen? Ach so. Kannst ruhig runter. Warte, komm mit. Und links. Da. Die rechte Tasche davon ist deine. Du kannst aber ruhig beide mitnehmen. Keine Angst, ich bin in der Nähe. Ich sinke gerade. So, besser. Das hier ist Oscar, ne? Kannst du auch mitnehmen. Bob, der Baumeister. Ich glaube, wenn aber ich das denk jetzt... an deine Luft. Das... Hast du alles? Ja. Ich versuche gerade nach oben zu kommen. Ja, ich bin oben. Wie gesagt, deine Sword-Rüstung habe ich. Das mir das Wichtigste, rette ich mal. Die Rival wäre wichtiger gewesen. Das Scharfschützengewehr meinst du? Ja. Habe ich auch. So, das hätte ich dann ganz gerne jetzt. Ich schmeiß dir gerade alles hin. Alles eingesackt. Alles eingesackt, ja. Bitteschön. So, Waffe, Bogen. Brauchst du noch was zu essen? Das brauche ich. Mein Essen, mein Fleisch habe ich in der Tasche jetzt, glaube ich. Achso. Oder? Warte. Muss ich gucken. Ich habe dir einfach was dazu gebrochen. So, sind wir jetzt alle wieder da? Ich hätte. Muss erst mal wieder eintauschen. Mein Bogen. Wo ist er? Achso, unser Bob ist natürlich jetzt nicht da. Bob. Jovi, hast du meinen Bogen? Ich habe keinen Bogen gesehen. Ich habe keinen Bogen. Da. So. Alles durcheinander hier. Wasserflasche. Das. Gott, so viel Scheiße dabei. Ich schmeiß da mal kurz was weg. Alle wieder da. So. Soweit alle wieder da, ja. Implantat brauchen wir nicht. Aber wir haben Bob verloren. Ich glaube, Bob ist noch rauchen, oder? So. Und meine Schuhe sind kaputt. Boah. Wo seid ihr? Wo versteckt ihr euch? Da liegst du doch. Wer liegt wo? Ja. Kann immer noch nicht laufen. Immer noch zu viele in der Tasche. Also ich habe das Artefakt gerade schon mal aufgenommen. Das kommt gleich wieder. Ich komme nicht von der Stelle. Es ist schön, dass ich schon laufe. Wo bist du denn? Immer noch da, wo ich aus dem Wasser gekrabbelt bin. Warte, ich komme wieder zu dir. Ich muss doch erstmal den ganzen Schiss hier... Ach so.
Ich dachte, du kannst dich hier nicht bewegen oder so. Bisschen rüber. Ich kann mich auch nicht bewegen. Ich bin's. Weil ich ja hier den ganzen doppelten Dreif. Ja, irgendwas hast du erwischt. Irgendwas erwischt dich gerade, würde ich sagen. Wo ist sie denn jetzt? Da. Der Bogen ist ganz, der Bogen. Mistviech. Ist immer noch viel zu viel. Ja, der nächste kann sich das Artefakt holen. Oh, da ist eine Kiste. Stein. Cool. Dann hast du die mir von der Nase weggekrallt. Darf nicht wahr sein. Willst du ihn haben? Nee, das mein. Das ist ein grüner Steinpickel. Grüner Steinpickel? Grüner Steinpickel. Ja. Oh, komm. Ich darf wohl mal sowas wegschmeißen. So, Höhle leer. Cool. Ich hab noch 6 Kugeln. Im Sturmgewehr. So. Kann ich wieder laufen? Ja. Sollte denn jetzt lang? Runter, rauf. Ach, mein Sturmgewehr hat noch 2 Schuss. 4 Schuss. Oh. Aber wir haben hier schon alles gekillt, warten eigentlich nur noch auf Artefakt, falls wir das überhaupt noch brauchen jetzt. Also das hier habe ich ja. Das habe ich auch. Haben wir wirklich schon alles? Wir hätten die andere Seite noch hochlaufen können. Komm wieder zurück. Auf der anderen Seite sind nämlich auch noch ein bisschen. So, möchte noch wer das Artefakt haben? Ich hab's noch. Ich hab jetzt trotzdem mal noch eins mitgenommen, was ist aber. Ja, können wir die Wohnung mit dekorieren, ne? Genau deswegen. Ja, ansonsten würde ich sagen, laufen wir dann zurück, oder? Jo, raus. Da geht's gerade einmal im Kreis. Jetzt müssen wir oben lang erstmal. Wo ist denn der Herr Oskar? Achso, der ist räuchern, ne? Oder? Eine Fledermaus. Hört ihr mich? Ich höre doch irgendwas. Ja, was ist denn? Danke. Wo Oskar ist, ist der doch auch? Der ist doch. Der ist doch rausgegangen. Der ist ja gestorben. Was ist denn, wo er jetzt ist? Ich höre doch die Fledermaus flattern. Ich höre sie auch. Und schreien. Wo ist denn die? Ah, ich sehe sie, Zoba. Na? Hinter dir. Hinter mir? 2 Stück. Da sind sie, genau da oben. Na, guck mal, Gandu, die hätte ich jetzt tamen können, oder? Ja. Bisschen auf. Oh, hinter dir. Hinter dir. Ich kann gerade nicht rennen. Mist, ich bin so ein bisschen bedudelt. Irgendwo ist noch was. Ach, so. Ich hör's. Irgendwas dribbelt da noch im Wasser. Da ist noch. Oh, ein Käfer. Ja, die tun wir. Haben wir nicht schon genug davon? Schlange war ich. Nein, keine Schlange, Spinne. Warum greift mich denn jetzt der Käfer hier an? Weil er dich gesehen hat. Aua. Ich würde eher sagen, weil ihn jemand angeschossen hat. Nee, der greift dich auch an, wenn er dich sieht. Blöde Spinne. Blöde Spinne. Ich seh schon, Jobi hat gleich wieder einen Pfeil im Arsch. Wir haben es hier, ne, oder? Alles cool. Ja. Nö, alles ruhig. Jo. Da ist noch eine Spinne im Wasser. Da. Vor euch ist die?
Hm, kommt hier gleich. Ich höre nämlich, wenn ich weiter hochlaufe, auch noch eine. Ja. So denn. Ich habe ein Tier getötet. Und glaube ich, jeden von euch mindestens 5-mal erschossen, weil er mir vor die Waffe gerannt ist. Und irgendwo hier oben ist noch eine. Zum Glück haben wir kein Friendly Fire. Ja. Beim ersten Mal haben wir uns ja alle fast gegenseitig hier erschossen. Das ist für die Zuschauer, wenn jeder immer der Erste sein will, der wird kaputt macht. Dann rennen sie immer näher. Ich suche gerade diese dämliche Spinne. Ob die irgendwo hier reingepackt ist oder so. Die ist aber nicht. So, mein Freund. So, die einzigen, die richtig Spaß haben. Die richtig Spaß haben, sind unsere. Yes. Sind unsere Vögel draußen. Das, wenn ich jetzt einen neuen Überlebenden erstelle, ist dann alles, was ich gemacht habe, weg eigentlich? Zack, hast du mich mit? Ja, normal, wenn du ganz neuen erstellst, ist er weg. Also zumindest auf diesem Server 9. Achso, okay. Die Überlebenden gehen ja nur Server übergreifen. Nicht Server übergreifen, so rum. Ach, oh, Mann! Ah, weißt du, welchen sie rausgenommen haben? Hä? Welchen? Na? Den Dodorex haben sie aus dem Boot rausgenommen. Echt? Lieben Gruß an alle, ja, soll ich sagen. Lieben Gruß zurück! Das ist die letzte, die du überhaupt gesehen hast, dann. Stimmt, ja. Davor war nämlich der Dodorex noch. War das hier raus? Warum haben die den rausgenommen? Weil der erst Halloween wieder auftaucht, vermute ich mal ganz stark. Aber warum tun die den dann trotzdem aus dem Buch entfernen? Das kann ich. Kann ich dir nicht sagen. Weil du den bestimmt nicht mehr überlegen kannst. Boah, das ist geil. Das ist schön dunkel jetzt. Ohne Tiere. Ja, vielleicht packen sie das Bunny jetzt zu Ostern da rein. Da. Das ist ja auch der nicht? Das ist mal richtig fies dunkel. Ja, hier siehst du ja gar nichts. Absolut nichts. So. Oh, da liegt ein Überraschungsei. Guck einer an. Ja, kannst du gleich einpacken. Jo, so, ich sitze auf meinem Kopf. Den soll ich mitnehmen? Na, wir nehmen das ja zum Brüten. Das kannst du nicht ausbrüten. Das ist nicht befruchtet. Wo ist Oskar? Ja, rate so. Mal. Zu Hause ist Oskar. Auf dem Friedhof, auf dem eigenen. Ah, so. Was nimmst du Markus mit? Soll ich Markus zu Hause abschmeißen? Ja. Dann nehme ich Zoba mit. Jo. Wobei, ich nehme dich mit bis zu uns, weil du musst ja mit deinem Biber gleich im Hellen noch nach Hause. Ja, ich kann halt zu Hause an. Du brauchst eigentlich nur am Strand lang, ja, und dein Biber kann schwimmen. Nur. Tana bringt ihn hin, ich bring dein Biber dahin dann. So, und das Tier krabbeln. Los. Ja, voll. Tana, wenn er. Oh. Er hört dich jetzt nicht. Wo hat er denn sein Lager stehen? Immer am Wasser entlang? Der hat unten. Aber nicht links rum, oder? Doch links rum lang. Da hinten. Kommst du doch direkt, wow, in den Sumpf. Nein, wenn du vorne. Gegenüber von uns die Insel. Wenn du da so. Auf der anderen Seite hinten, da gibt's auch nochmal eine Landzunge. Da ist eigentlich auch ziemlich ruhig. Relativ, ja. Ja. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass da was spawnt, ist halt genauso gering wie bei Oskar. Oh, nee. Langsam gehen die ruhigen Plätze bei uns aus. Wenn Diego noch kommt, der wird wahrscheinlich. Aber der wird wahrscheinlich eine Krawallecke suchen. Weiß ich nicht. Ja, oder der nistet sich bei Oskar ein. Nein, ich will nicht noch eine WG. Nicht? Hat schon im echten Leben nicht geklappt. Ich dachte, du wirst mit Diego in der WG. Ich stelle Oskar gleich die ganze vor der Nase und hast gut. Er kommt da nicht mal aus der Tür raus. Ach, meine Sniper hole ich schon anders ab.
Ja, Oskar braucht ja auch seinen Biber gleich. Aber Oskar wird, denke ich mal, mit seinem Biber alleine laufen, ne? Was ein Panorama. Boah, hoch. Ah, nee, du bist schon zu Hause, Oskar, ne? Ja. Jobi, kannst du Oskar dann seinen Biber bringen? Kann ich tun, ja. Wo zum Geier? Wo zum was? Ich hab mir gerade ein paar Schuhe gemacht, jetzt sind die. Ach, ich hab sie außerdem nicht bisschen gepackt. So. Ich bin gerade so, hä? Scheiße, ich hab mir was gebaut, wo ist es? Echt? Jetzt sehe ich wieder auf einmal so viele Quadkits hier rumfliegen, ne? Tada! Was hat er denn? 48 weiblich. Geht eigentlich. 48 weiblich zu. Tobi, komm, wir nehmen den 5 Betaner. Ich hab schon ein Red. Achso, du meinst so ein Pärchen, ja? Nein. Ja, aber ich mag jetzt nicht noch ein Quest zu fangen. Und nicht mehr. Folgst du mir oder nicht? Jetzt geht's schnell. Ich nehme den Enterhaken mit, dann schmeiß ich wieder drauf. Enterhaken ist bestimmt geil. Watch the Tame. Ja, wir haben ja gesehen, dass du auf dem Flügel aufstehen kannst. Ja, aber ich glaube, dann schmeißt du dich trotzdem runter. Wie halt, ne? Ich habe das Pfeifen, so oft versucht, Pfeifen, mit dem draufspringen. Also ich hab's nicht Eierpfeifen. Hingekriegt. Einerpfeifen, Eierpfeifen. Was, deine Eierpfeifen? Deine Eierpfeifen, genau. Du musst du die Hose zumachen. Alter. Scheiße, wir haben noch nicht nach 12. Ich nehme alles zurück. Oh, wobei, es ist viel zu lustig. Also wir haben letztes Mal auch einen FSK 18 Stream gemacht. Den musste ich auch auf 18 setzen, bei dem, was Oskar rausgehauen hat. Was? Ne, ich erinnere dich ans Fisten, ne? Was, Fisten? Das Ganze schöne aus Game of Thrones zu Fisten. Was willst du? Ich setze dich bei deinem Haus ab. Wieder unten. Was denn, Grandu? Hast du den Biber schon weggeholt hier? Nein, noch nicht. Ich wollte gerade mal gucken nach den anderen Bibern, ob die mal Damm gebaut haben. Aber nö. Es sind übrigens nur noch zwei Biber oder hat einer einen rausgeholt? Nee, die spawnen. So. So, wo ist jetzt die Hütte? Stein und Stein und Stein. Den Stein. Ein Punkt von Tim. Oh. Ja. Jean-Claude Van Damme. Hi, Raffi. So. Bitteschön. Und bis zum nächsten Mal. Ja, erstmal deinen Wolf begrüßen. Da. So, hat jetzt jeder seinen fest. Biber? Oh. Nein, Markus hat seinen Biber auch noch nicht. Wo steht der? Ja. Du musst Justin Bieber mitnehmen zu Oskar. Justin Bieber, ja bitte. Justin Bieber. Ey, der Name wurde mir nicht angezeigt, weil der ja nicht im Tribe ist, deswegen. Den siehst du trotzdem, sonst hätte ich das ja nicht gesehen. Ja, wenn ich Press davor stehe. Aus der Entfernung siehst du es nicht. Ja, Jogi. Dad Gaming fragt gerade, was man, was kann der Bieber genau? Also der Bieber, genau. Also er kann gut Holz fällen? Du kannst. Oh. Kannst du als Mikro. Kann bitte einer noch reden? Boah, ich krieg hier grad Koller. Ja, oh, Wasser. Mega Koller. Nee, also man kann Metallgegenstände in ihm herstellen wie in einer Werkbank. Was natürlich auch sehr praktisch ist, weil es gibt mittlerweile rote Baupläne, die kannst du in der normalen Werkbank nicht bauen. Weil so viele Gegenstände passen die Werkbank nicht rein, aber in den Biber. Dahin. Weil sein Vorteil ist halt. Sache. Materialien wiegen im Biber weniger, als wenn man sie selber tragen würde. Also, der hat nur Vorteile. Und da ist ein guter Lagerplatz da. Was kann er denn schleppen? Na gut, okay. Das hat mir viel gebracht. Jetzt ist er ausbaufähig. Der kann, bei dem sind die Sachen aber alle niedriger. Vom Gewicht. Holz hat nur 10 anstatt 50. Oh, das ist natürlich. Außerdem ist es raus, dann hat es Normalgewicht. So, Biber ist abgesetzt. Super. Danke.
Finde den Biber. Bob der Baumeister hat Justin Bieber. Was ist ein Name? Wieso denn aus? Bist du eigentlich? Ich bin auf der anderen Seite gegenüber, ich suche ein bisschen Holz und sowas. Nimm doch dein Biber. Genau, das will ich mal testen. Warte, soll ich ihn dir bringen? Nee, passt schon. Markus? Was soll ich jetzt machen? Ich wollte jetzt irgendwas machen. Ich bin hier gerade ein Biber, ja. Nicht? Ich mache aber die Tür wieder zu. Und dein Wolf lässt die hier stehen? Mein Wolf ist beim Bier. So. Ach, da schließt du. Ich hab dich nicht gesehen. Ich dachte, du wärst gerade. Auf geht's im Wald. Mal ein bisschen Holzhacken. Nein. Ich dachte, der Biber. Ich bin bloß gerade überlegen, was ich noch. Biber kann man tamen. Den kann man tamen. Den kann man auch tamen, den Biber. Halt. Markus. Ja? Wenn du fahren gehst, oh. Hallo? Frag den Wolf an, dass er dich beschützt unterwegs ist. Der folgt dich da. Ja. 232 Holz. Ja, wir haben das doch noch erhöht, Zora. Ach, stimmt, ja. Ich wollte gerade sagen, hallo? Wir haben es doch noch erhöht. Ich kann das Pflanzenbeet da gar nicht an Sachen anbauen, ne? Was kannst du bauen? Vielleicht an das Pflanzenbeet kann ich dann so mein Essen anbauen, ne? Diese kleinen Drecksviecher hier. Ja, kannst du. Guck mal, ich schmeiß dir noch was hin. Das hilft dir bestimmt noch weiter. So, ich bin jetzt gerade im Menü, deswegen sehe ich es gerade nicht. Jups. So. Kein Problem. Ja. Der Biber gefällt mir total. Jetzt kannst du auch ein bisschen schneller leveln. Der Das finde ich jetzt lustig. Hier hat sich ein Pronto festgepackt. Pronto habe ich schon getrennt. Aha. Ich brauche kein Pronto mehr. So. Brauche ich eigentlich noch? Was habe ich denn noch? Fackel noch an. Gut. Ach da, der Dodo, okay. Also ich glaube, der ich tut uns ja nichts. Ich wollte. Ich werde dann, glaube ich, auch mal den Stream beenden, wa? Ich denke auch mal. So. Na? Gut, dann sagen wir mal danke fürs Zusehen. Auf welchem Kanal auch immer. Jetzt schreibt gerade, wow, sie kann die Werbung flüssig ansehen. Das ist ja super, Mensch. Das ist Hammer, wenig, oder? Zumindest die Werbung flüssig ist, ist doch alles noch. Ja, oder? Super. Ja, eigentlich schon, oder? Ich bin begeistert. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Stream wieder. Ne? Wenn wir dann nächstes Mal wieder was. Ich denke mal, wenn die neuen Boss-Arenen kommen, dass wir uns dann die Bosse angucken werden. Den nächsten. Oder? Genau, und dann hoffentlich, dass der dann 5 Minuten hält. Ja, du, da werden wir mit Lecker knacken, weil da haben wir nicht einen Dino dabei. Da müssen wir wirklich zeigen, was wir da verzielen können. Ja, das stimmt. Ja. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass in der Boss-Arena jetzt große Hindernisse sind, ungefähr, wo wir uns verstecken können. Ja, unterschätze es nicht, weil allein die Brutmutter ist ja schon böse mit ihren Netzen und ihrem Gift. Drache wird dann auch lustig so in der Arena. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Na gut, dann gute Nacht, Ruffy. Und gute Nacht, wer noch bei dir ist, Sova. Ja, ich sag mal vielen Dank für die Zuschauung. Auch mal an all die Krebsen. So, und dann wir sind gut alle. Raus. Gute Nacht. Na. Ciao. Ciao.